Heute wird's steil. Manchmal geht's sogar in den freien Fall. Wir schauen uns die 5 gefährlichsten Skipisten der Welt an, die jährlich viele Skifahrer an den Rande der Verzweiflung bringen. Seid ihr eine dieser Pisten vielleicht schon selbst gefahren? Schreibt eure Erfahrungen gern unten in die Kommentare. Eins vorab, die hier dargestellten Skiabfahrten richten sich an absolute Könner. Ihr solltet die Skitechnik gut beherrschen, körperlich fit sein und euer Material in Schuss haben, sonst kann die Nummer ganz schön glimpflich enden. Jetzt aber nichts wie auf zur rituellen Selbsttötung. Oder auch Harakiri. Diese Piste macht ihrem Namen alle Ehre. Auf Japanisch bedeutet das Wort nämlich nichts anderes als die ritualisierte Art des männlichen Suizids. Wie so häufig sind auch auf dieser Piste viele Mutige, die den Selbstversuch starten und leider mit Stürzen scheitern. Wir reden über eine Pistenlänge von nur 1,5 Kilometern im Skigebiet Meierhofen in Tirol, die es aber in sich haben. Das Gefälle am steilsten Punkt weist 78 Prozentpunkte auf und wenn ihr dort an der Steilwand steht, schlägt das Herz einige Takte schneller. Oh, ein bisschen Respekt habe ich. Also hier geht es jetzt richtig ab. Das sind die 78 Prozent Gefälle. Schon aus dem Sessellift kann man die Personen beobachten, die die steilste Stelle entweder im Schuss, seitlich rutschend oder auf dem allerwertesten überwinden. Mein Tipp, wenn ihr aus dem flachen Stück am Anfang der Piste hineinfahrt, bleibt im Rhythmus und versucht diesen Rhythmus einfach durchzuziehen. Wenn ihr stoppt und überlegt, wird die notwendige Überwindung und Angst immer größer. Jetzt wird's bucklig, aber nicht wie auf einer Standard-Buckelpiste, sondern Hardcore. Die Schweizer Wand in Le Port-de-Soleil an der Grenze von Frankreich in die Schweiz ist die Königin aller Buckelpisten. Dort erwarten euch Hügel in Menschengröße direkt am Start. Bei meiner allerersten Fahrt musste ich direkt einmal 2 bis 3 Personen helfen, überhaupt wieder auf ihre Ski zu kommen, um dann meine eigenen Schwünge zu starten. Das Gefälle wird mit bis zu 100% angegeben, also 100 Meter Höhenverlust auf 100 Metern Länge am steilsten Punkt. Natürlich ohne Präparierung, weil an dieser Stelle wirklich kein Pistengerät die schweren Schneehügel planbügeln kann. Wenn ihr diese herausfordernde Abfahrt geschafft habt und aus der Schweiz auf den Hang blickt, dann wird schnell klar, warum die Chavanette auch Schweizer Mauer genannt wird. Sie wirkt wie ein gewaltiges Bollwerk aus Kratern und Buckeln. Mein Tipp hier, habt frische Oberschenkel, um die Buckel gut abfedern zu können. Startet oben ruhig rein und lasst euch im breiten unteren Teil durchtragen. Dann macht das Ganze sogar richtig Freude. Auf geht's ins größte Skigebiet der Welt, genauer gesagt in die Große Rinne oder auf Französisch Grand Couloir in Courchevel in den französischen Alpen. Diese Abfahrt ist wild und ungezähmt und auf ihren 630 Metern mit atemberaubenden 80% Gefälle verlangt sie den Skifahrern alles ab. Nix mit präparierter Piste, alles rau, pur Natur. Der Start trennt direkt die Spreu vom Weizen. Auf einem schmalen, buckligen Grat fahren wir zum Grand Couloir hin. Eine Kurve zu weit links würde dich direkt steil bergab befördern. Ein weites und breites Transferstück bringt uns dann an den Start der intensiven, eisigen und vor allen Dingen buckligen Strecke in der Rinne. Links und rechts umgeben uns die Felsen. Wir bleiben in Frankreich und blicken auf eine Abfahrt, die bei der Eröffnung eine absolute Sensation war und es bis heute ist. Wir reden über die Skipiste, die mit einem 200 Meter langen Tunnel vom Gletscher zum Bergkamm startet, die Le Tunnel-Abfahrt in Alpe d'Huez in den französischen Alpen. Viele Schilder an der Tunneleinfahrt warnen die Skifahrer vor dieser Abfahrt, was jedoch einige Anfänger und Fortgeschrittene leider nicht davon abhält, sehen zu wollen, was nach dem Tunnel auf sie wartet. Eine enge Abfahrt am Felsen mit über 75% Gefälle und das in einem Korridor von nur 2 Metern. Auf der nicht präparierten Piste geht es dann über 800 Höhenmeter nach unten. Wenn der Korridor geschafft ist, musst du dir deinen Weg durch die Buckel suchen.
Die 3 Kilometer lange Abfahrt bis zum Sessellift fordert die Beinmuskulatur dann nochmal ultimativ heraus. Mein Tipp, vor allem den engen Korridor, den müsst ihr gut bewältigen können. Wer sich unsicher ist, sollte mit den Ski seitlich rutschend hinab, damit die Sturzgefahr minimiert wird. Und nun werfen wir unseren Blick auf eine der spektakulärsten Abfahrten weltweit. Naja, was heißt hier Abfahrt? Im Grunde reden wir eher von einem freien Fall. Die Rede ist vom Corbett's Couloir in Jackson Hole in den USA. Die Piste beginnt mit einem senkrechten Sprung in die Tiefe. Allein diese Überwindung aufzubringen, ist schon eine Heldentat in sich. An schneereichen Tagen kann der Sprung über 5 Meter in die Tiefe befördern. Oben lauern viele Schaulustige, die sich dieses Spektakel anschauen möchten. Sie haben dabei schon viele Stürze und besondere Sprünge ins Couloir gesehen. Wer den ersten Sprung geschafft hat, auf den wartet danach ein nicht ganz so gefährliches Stück, aber immer noch anspruchsvoll mit einer Durchschnittsbreite von 15 Metern. Hier gilt es dann, das Tempo nach dem Sprung schnell zu regulieren, was nicht leicht ist, da viele Spuren und Hügel in der Piste es verhindern. Diesen Sprung und die Abfahrt möchten wir in dieser Saison wagen. Für mich geht es im März in die USA zum allerersten Mal dann eben auch aufs Corbett's Couloir. Folgt meinem Kanal, um mit dabei zu sein, und ein weiteres Video meines Kanals, das findet ihr direkt hier. Schaut rein, wir sehen uns dort wieder. Bis dahin.